Moin, grüß euch, hier wieder der Olli zu einem neuen Tutorial FPV Safe. Safe, Sicherheit, dachte ich mir, soll im Vordergrund stehen. Sicherheit, wie ich meinen Kopter gegebenenfalls beim Absturz wiederfinden kann, welche Helferlein ich habe, welche Helferlein ich sowieso schon von Anfang an habe und welche ich mir zukaufen kann, damit halt mein Kopter, wenn ich ihn doch mal nicht wiederfinden sollte, mir ein Signal geben kann, wo er liegt, beziehungsweise Wing oder alle anderen Modellbausachen, weil vieles kann man auch auf dem normalen Modellflugsport halt übernehmen. Und dafür soll dieses Tutorial da sein und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir fangen auch gleich mit dem ersten Helferlein an in diesem Tutorial, Signalfarben. Ja, Signalfarben. Man hat natürlich gerne einen schwarzen Kopter. Aber es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich an einem Kopter vorbeilaufe und ich finde ihn nicht. Daher hat mir ein Kollege aus Hannover, vielen Dank auch einen Tipp, den Tipp gegeben, an den Arm Neonband dran zu machen. Neonendes Tape und auch neonfarbene Props zu benutzen, beziehungsweise helle Farben. Helle Farben finden sich immer sehr schnell auch wieder, gerade im Gras oder so, wenn ich irgendwo liege. Es hebt sich halt ab. Natürlich denkt man grasgrün, aber wenn es neongrün ist oder es hat eine neonrote Farbe oder eine neongelbe Farbe, es ist schon mal ein kleines Helferlein, um meinen Kopter vielleicht schneller zu finden, wenn er halt irgendwo drin liegt, wo ich ihn vielleicht schneller kenne. Ja, Helferlein 2, DVR. DVR, Digital Video Recording. Wie das Wort schon sagt, digitales Bild aufnehmen. Das gibt es in unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich erkläre es hier einmal an der Fat Shark bzw. an der DJI Digital Goggle. Bei der Fat Shark ist es ganz einfach. Hier kann man einen Schacht rein oder in den Schacht kann man eine Micro-SD-Karte einbauen. Bei den Each-Ein-Brillen weiß ich, dass man sich einen externen Digital-DVR-Recorder halt dazulegen kann, das über ein Kabel anschließen kann und halt so eine DVR-Aufnahme starten kann. Bei den Fatshark-Brillen ist es so, weil da weiß ich es jetzt ganz genau, in der Menüführung, die etwas trickiger ist, muss ich sagen, um da halt wirklich reinzukommen und genau den Punkt halt zu finden, da kann ich auch wirklich nur sagen, zieht euch die deutsche Übersetzung der Brille raus und ihr findet es. Also, ganz wichtig bei den Brillen, das automatische Starten der Aufnahme zu aktivieren. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich losgeflogen bin und ich habe gar keine Aufnahme. Das geht einmal bei der Fat Shark, aber bei der DJI-Goggle geht es auch. Da ist es, glaube ich, da heißt es nach Arming Starter DVR-Aufnahme. Also ganz wichtig, automatisches Starten der Aufnahme zu aktivieren. Was unerlässlich ist, Überschreiben der Karte, wenn sie voll ist, beziehungsweise Überschreiben der Daten, wenn sie voll ist. Nichts Schlimmeres gibt es noch, wenn ich losgeflogen bin und Hälfte des Fluges merke, ah, er kann ja gar nicht weiter aufnehmen, weil die Speicherkarte voll ist. Ich kann hier eine 16 GB Karte, eine schnellspeichernde Karte empfehlen. Da kriege ich ungefähr so 6 bis 8, je nach Flug oder 10 Flüge halt drauf gespeichert. Aber wenn es darum geht, den Kopter zu finden, will ich ja nur die letzte Aufnahme finden. Oder mir die letzte Aufnahme angucken. Hier ist es ganz wichtig, wenn ihr irgendwo abgestürzt seid und ihr wisst jetzt absolut nicht, wo ihr seid. Der Spotter hat nur gesehen, alles klar, hier vorne am Baum, aber ich weiß jetzt nicht, welcher von den 3, 4 Bäumen es ist. Alles klar, Aufnahme stoppen, nochmal schnell angucken, wo bin ich lang geflogen. Dann habt ihr schon mal einen kleinen Anhaltspunkt, wo euer Kopter liegt und könnt dann mit den weiteren Helferlines, die wir hier erklären oder die ich erkläre, euren Kopter finden. Also DVR-Aufnahme, Brille automatisch, starten, aktivieren und überschreiben, der Datei nicht vergessen. Ja, der nächste Punkt wird ESCs sein. Ja, ihr habt die Möglichkeit, eure ESCs über das D-Shot Bacon Konfigurationsmenü unter Betaflight piepen zu lassen. Da gibt es zwei Menüpunkte, wenn er reingeht unter Konfiguration. Geht ihr weiter runter, dann kommt der Menüpunkt D-Shot Bacon Configuration. Dann gibt es RX Lost und RX Set. Beide Reiter ruhig anwählen, weil bei RX Lost würde auch piepen, wenn das Signal halt verloren geht. Die Übertragung halt, ne? Die Funkübertragung. Und hier könnt ihr dann unter dem Menüpunkt Modes euch einen Pieper setzen und könnt ganz, ganz einfach euren Pieper, ohne einen externen Pieper angeschlossen zu haben, eure Regler piepen lassen. Das Piepen ist jetzt erstmal nicht so laut, aber es hilft mir schon mal, mit kleinsten Helferlein einen Kopter wiederzufinden.
Gerade bei den kleinen Two-Speaks ist das sehr, sehr nice, weil hier kann ich ja durch die Gewichtseinsparung nicht unbedingt einen Pieper verbauen. Und da habe ich die Möglichkeit, bei so einem kleinen Two-Speak die ESCs piepen zu lassen und habe schon mal die Möglichkeit, einen kleinen Piepton hinzubekommen und in der Nähe den Copter halt zu finden. Ja, der nächste Punkt ist der Punkt Buzzer. Ja, die meisten neuen FC-Boards haben einen eigenen Buzzer-Ausgang, den ich auch wieder über Modes aktivieren kann, auf den Schalter legen kann. Und das gleiche Ganze kann ich halt auch kombinieren. Buzzer plus ESCs piepen. Ich habe eine doppelte Lautstärke bzw. nochmal einen anderen Ton. Und falls irgendwas ausfällt, kann ich es miteinander kombinieren. Also Buzzer intern anlöten an die FC. Wie gesagt, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt welche mit Akku, das heißt, wenn der Flugakku abgetrennt wird, kann der Buzzer erkennen, dass die Stromversorgung getrennt ist und fängt dann halt an zu piepen. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier ist das bekannteste, glaube ich, mit der Hellgate Buzzer. Aber wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Der nächste Menüpunkt oder der nächste Tutorial-Einheit wird der Punkt Fifly Bacon Buzzer sein. Fifly Bacon Buzzer, unten in der Beschreibung wird auch nochmal genau aufgelistet, ist das kleine Teil. Kurze Funktion, dann noch die weitere Erklärung dazu. Dieses kleine Teil ist komplett autark. Ich habe es unten mit einem Klettband versehen, damit ich es halt an jeden Copter dran kletten kann und immer nur einen brauche, beziehungsweise ich habe einen zweiten in Reserve, falls der interne Akku leer ist. Hier ist ein kleiner LiPo-Akku drin verbaut mit einem Mini-USB-Anschluss. Dieser kleine Pieper, den habe ich mir besorgt, weil er autark ist. Dieser kleine Pieper ist von nichts abhängig und wenn der Copter abstürzt, hat er einen Lagesensor. Kurz von vorne. Ich aktiviere den Pieper. Der Pieper fängt an zu arbeiten, er erkennt die Lagererkennung. Er fängt jetzt an zu piepen, dass er sich in dem Menüpunkt Überwachung halt befindet. Es ist oben auch eine Leuchtdiode für die Dunkelheit verbaut, mit einem Lichtsensor drin. Falls es dunkel wird, fängt er dann auch an zu blinken. Und es ist jetzt so, dass wenn wir den Pieper halt wohin legen, das heißt beziehungsweise der Copter ist zum Beispiel abgestürzt, er hat eine Lageveränderung durchgeführt und zum Beispiel der Akku ist abgeflogen. Das ist ja der Super-GAU von der ganzen Sache. Mist, Akku ab. Ich kriege kein Videobild mehr, um meinen Copter zu finden. Ich kriege kein Signal zu meinem Buzzer. Was mache ich jetzt? So, dafür ist dieser Buzzer hervorragend geeignet. Man hört im Hintergrund das einfache Piepen. Es ist sozusagen nochmal die Chance, den Pieper bzw. den Copter, wenn ich nochmal eine längere Zeit stehe, nochmal anzufassen, die Lagesensoren zu aktivieren, damit der Pieper dann nicht nach der Zeit, die eingestellt ist, ich glaube es sind 30 Sekunden oder so, anfängt zu piepen. Und jetzt ist es so, schalte ihn mal aus. Wenn wir den jetzt hochnehmen würden, den Copter, oder würden in die Nähe kommen und die Lagersensoren erkennen, dass sich das Ganze bewegt, fängt halt diese schnelle Piepen an. Also ich muss sagen, ich habe diesen Pieper echt wertgeschätzt. Sie gab es früher mal in Gelb, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hießen, hatten auch solche Lagesensoren halt drin. Und so einen Pieper benutze ich den ganzen Tag, ohne nachzuladen. Und ich sag mal so, ich glaube, die Laufzeit sind sogar mehrere Tage, wenn ich ihn jetzt nicht finden sollte, dass er dann halt weiter piept, beziehungsweise in der Dunkelheit die LED, die da drauf anfängt zu piepen. Dies Teil finde ich ein Must-Have irgendwo, gerade wenn die FC ausgestiegen ist und ich komme auf nichts mehr zurück. Fifly Bacon Buzzer. Der nächste Menüpunkt oder das nächste Einheit in unserem Tutorial wird GoPro-Orten sein. Ja, wer kennt's nicht? Ich habe bei mir auf meinem Copter eine GoPro 7 drauf. Ich bin sehr zufrieden mit der Kamera. Kann es euch jetzt auch nur für eine GoPro halt erklären. Ich weiß aber, dass es bei den anderen GoPros halt auch geht. Man macht schönes HD-Footage. Man stürzt ab, die Kamera verabschiedet sich vom Camera Mount, weil man leider keinen Kabelstraps durchgezogen hat. Oder man findet den Copter nicht wieder. Also gibt es eine Zusatzfunktion, die die wenigsten eigentlich kennen. GoPro oder Kamera orten. Damit müsst ihr einfach in die App reingehen, die App aktivieren.
Hier muss natürlich auch die ganze Zeit bei der Kamera das WLAN an sein. Natürlich, es verbraucht etwas mehr Spannung oder Strom. Dadurch habe ich halt immer noch zwei, drei Reserveakkus dabei, die mir das Ganze halt auch wert sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera gefunden habe über das WLAN in der Nähe und ich finde sie einfach nicht, weil ich ungefähr weiß, wo die Kamera halt vielleicht liegt oder der Kopter, kann ich einfach unter der App den Menüpunkt Kamera orten, einschalten und die Kamera fängt an zu piepen. Hat einem Kollegen schon mal sehr geholfen, nachdem wir fast eine Stunde die Kamera gesucht haben, zu sagen, ey Mann, das Ding hat doch WLAN, können wir nicht irgendwo unser Bild sehen und dann sind wir auf den Menüpunkt erst gestoßen. Also GoPro aktivieren, WLAN, Kamera orten. Ja, der nächste Punkt in dem Tutorial der kleinen Helferlein ist das GPS. Ja, GPS am Kopter. Viele denken jetzt so, naja, dann habe ich vielleicht eine Mavic oder sowas mit GPS. Nein, so weit müsst ihr gar nicht denken. Ich zeige euch das hier kurz an meinem 7 Zoller. Hier hinten habe ich ein kleines GPS-Modul verbaut. Das könnt ihr auch an jeden anderen Kopter bauen. Ihr braucht ein freies UART. Dann richtet ihr einfach das ganze GPS unter Betaflight ein. Das muss ja noch nicht mal INF sein, sondern unter Betaflight gibt es einmal den Rescue-Mode, um den Kopter halt auch zurückzuholen. Aber wir wollen ja hier das GPS Signal bzw. die Daten auswerten. Und hier ist es so, dass ich da verschiedene Helferlein habe. Ich habe einmal, kann ich mir die GPS-Daten unten in meiner Brille anzeigen. Das heißt, bei der DVR-Aufnahme beim Absturz sehe ich die Daten unten, kann die ins Handy eingeben, Breiten- und Längengrad, kann da hinfahren und weiß schon mal oder hingehen und kann schon mal sagen, alles klar, da liegt ungefähr mein Fluggerät. Dann kann ich mir das Ganze natürlich auch über meine Anlage anzeigen lassen, über das Lua-Skript unten. Da werden die GPS-Daten angezeigt, die kann ich mir anzeigen lassen. Bei einem Absturz werden mir die letzten Daten gespeichert angezeigt. Oder sogar, wenn ich das große, hier habe ich jetzt das kleine TWS-Crossfire-Modul drin. Im großen wird sogar hinten auch nochmal die GPS-Telemetrie halt angezeigt. Aber das Ganze geht natürlich auch bei meiner kleinen Tango 2. In dem kleinen Bildschirm kann ich hier mir auch ein Lua-Skript anzeigen über OpenTX. Von daher, wenn ihr irgendwo abgestürzt seid und ihr findet euren Kopter nicht und habt das GPS aktiviert, könnt ihr darüber nachvollziehen, wo er ungefähr liegt. Ja, der letzte Punkt, den wir jetzt noch haben, ist Analog-Modulsuche. Ja, Analog-Modulsuche. Bei den gängigsten Diversity-Modulen, die ich kenne, gibt es einen Finder, den muss ich halt aktivieren. Wir haben ja an dem Diversity-Modul zwei Eingänge für zwei Antennen. Hier wird der untere Ausgang genommen, es wird eine Patch-Antenne halt angeschlossen und es wird auf den Finder umgeschaltet. Somit kann ich halt mit dem Signal der Patch-Antenne meinen Kopf drehen und sehe die Stärke des Kopters. Hier ist natürlich dringend notwendig, dass halt der Kamera oder beziehungsweise der Akku dran ist, der VTX funktioniert. Aber die Möglichkeit besteht bei den Modulen, dass ich hier diesen Finder halt einschalte und damit mich halt rumdrehe und mich meinem Kopter halt nähern kann. Geht beim Digitalen leider nicht. Beim Digitalen ist es so, dass ich unten halt eine Anzeige habe. Mit der Signalstärkung kann mich halt mit der Patch drehen. Aber wenn das Signal einmal weg ist, kommt es halt auch nicht wieder. Und das ist der Vorteil der Analogbrille. Ja, das war's schon wieder mit der Tutorial-Reihe Safe. Ich hoffe, euch die kleinen Helferlein so ein bisschen näher gebracht zu haben. Das ein oder andere habt ihr ja sowieso schon in euren Koptern verbaut. Müsst es halt vielleicht auch nur nutzen oder wusstet auch gar nicht, dass ihr es nutzen könnt. Von daher habe ich das so ein bisschen zusammengetragen, was ich über die Jahre an eigenen Erfahrungen halt auch gesammelt habe. Und ich denke mal, dem einen oder anderen wird jetzt auch nochmal bewusst, das könnte ich vielleicht nochmal mit einbauen, damit mein Kopter halt nicht irgendwie doch in der Vertiefung der Wiese, Abgrund oder sonst was verschwindet, dass ich ihn halt wiederfinde. Ja, wenn es euch gefallen hat, unten bitte Daumen nach oben, die Glocke nicht vergessen für das nächste Tutorial und über einen Kommentar würde ich mich freuen. Hier übrigens auch, wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt. Ich aktualisiere unten in der Beschreibung auch immer wieder die Liste, aber es kann ja sein, dass ihr das ein oder andere auch noch mal wissen wollt. Ich werde auch noch privat angeschrieben über die Kanäle, das ist ja auch gut so. Und da kriege ich halt auch immer vieles an Rückmeldungen oder auch an Wünschen, was ich halt noch umsetzen kann. Egal, wie ihr mir das zukommen lasst, ich bin da gerne offen für und helfe euch gerne weiter, soweit wie es geht. Ja, das nächste Tutorial wird FPV analog digital sein. Da will ich euch so ein bisschen was erklären. Und ansonsten, ja, die Sonne kommt so langsam raus. Nach den letzten Tagen, wo es ja doch ein bisschen mehr geregnet hat, werde ich jetzt doch noch mal so zwei, drei Akkus fliegen.
Da freue ich mich jetzt auch drauf. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und auf jeden Fall einen schönen Start in die neue Woche. Die Urlaub haben sowieso, das Wetter soll hervorragend werden. Viel Spaß beim Fliegen. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß und es grüßt euch der Olli. Bis dann, ciao!